Wenn ich an Ihr Bargeld will, muss ich es Ihnen physisch, körperlich wegnehmen. Digitales Geld kann ich Ihnen jedoch, wenn ich schlau genug bin, vom Laptop aus mit der Kaffeetasse daneben problemlos abräumen, es sperren oder Ihr Konto manipulieren. Aus die Maus für Sie. Ich muss Sie noch nicht mal überfallen. Ich mache Sie digital fertig. Weitgehend unbemerkt haben Banken, Nationalbanken und EZB es geschafft, die Möglichkeit von Barzahlungen drastisch einzuschränken. In Frankreich etwa liegt die Grenze bei 1.000 Euro. Also zahlen Sie gerne mit Kredit- oder EC-Karte oder, weil Sie ganz modern und aufgeschlossen sind, per Smartphone. Wie gut geht das eigentlich bei uns? Wir haben für Sie 4 Apps getestet. Früher nutzte man Telefone so. Einige Zeit später auch gerne mal so. Und seit einigen Jahren tatsächlich auch so. Mit dem Handy kann man inzwischen einige Waren und Dienstleistungen bezahlen. Dank einem im Smartphone verbauten Nahfunkchip, auf dem sich ein Guthaben befindet, kann man viele Dinge unkompliziert ohne Bargeld kaufen. Eigentlich clever und relativ sicher. Aber von Smartphone-Nutzern wird diese Technik im Alltag nur selten genutzt. Immer mehr Dienstleister setzen beim Thema Kundenbindung daher auf eigene Smartphone-Apps. Sie funktionieren ohne NFC-Chip, versprechen mehr Service und Zusatznutzen, benötigen jedoch wesentlich mehr Daten der Nutzer, um zu funktionieren. Aber sind diese Apps auch alltagstauglich? Und wenn ja, wie gut sind die persönlichen Daten in der App abgesichert? Wir wollten es genauer wissen und haben uns die App der Deutschen Bahn, die Parkplatz-App, Travi-App, die Taxi-App, MyTaxi und die App von Starbucks näher angeschaut. Mit der Smartphone-App DB-Navigator der Deutschen Bahn kauften wir kurz vor Reiseantritt am Bahnsteig ein Handy-Ticket. Der Zahlvorgang war kompliziert, dauerte 10 Minuten und damit viel zu lang. Zudem mussten wir statt des relativ sicheren Online-Zahlungssystems mit der Kreditkarte das Ticket bezahlen. Eine Option, die leider ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt, auch weil das Eintippen der Nummer beobachtet werden kann. Bei der Kontrolle des Fahrausweises lief dann alles glatt. Die erste bargeldlose App-Bezahlung war erfolgreich. Als nächstes bestellten wir uns mit der Taxi-App MyTaxi einen Wagen. Wir hatten uns auf eine lange Wartezeit eingestellt und waren umso mehr erstaunt, als das Taxi schon nach 2 Minuten am Sendegebäude ankam. Genauso wie es die App vorhersagte. Wir dachten auch, die Nutzung der App sei eher ungewöhnlich und für den Taxifahrer eine exotische Bezahlalternative. Aber die Benutzung der App war für ihn überhaupt nicht außergewöhnlich. Die App wird immer häufiger, vor allem von Businesskunden, als Zahlungsmittel benutzt. Warum auch nicht? Es ist bequem und die Quittung kommt per E-Mail. Am Ziel angekommen, gab der Fahrer den Fahrtpreis in sein Handy ein, sendete den Betrag zur Bestätigung an unser Smartphone und per Fingerstreich wurde via PayPal-Konto bezahlt. Kommt das okay? Zwischenfazit: Die Bezahlung mit der App ist bequem. Und in der Regel sehr einfach. Aber bei aller Einfachheit. Wir mussten unsere Kreditkartendaten und Kontoinformationen in den Apps hinterlegen. Und bei der Nutzung der Apps gaben wir sehr viele private Daten über uns preis. Daten, die unkontrolliert von Dritten verwendet werden dürfen. Hi. Ja, ich bin 10 Minuten da. Aber trotz aller Bedenken wollten wir wissen, ob auch die nächsten beiden Smartphone-Apps als bargeldloses Zahlungsmittel funktionieren würden. Die App TraviPay hilft nicht nur bei der Parkplatzsuche, sondern ist gleichzeitig auch Bezahlstation. Hier muss man am Parkplatz keinen Ticketautomaten suchen, sondern kann von unterwegs bereits den Parkplatz reservieren und mit der App bezahlen. Eine Navigationshilfe unterstützt dann sogar noch die Anfahrt zum Parkplatz. Die Parkgebühr wird automatisch vom Bankkonto abgebucht und der Parkplatz ist bei Ankunft auch frei. Mit der letzten App im Alltagstest kauften wir uns bargeldlos einen Kaffee. Dabei hatten wir zuvor wieder über unsere Kreditkarte ein Guthaben auf die App geladen. Die Bezahlung funktionierte reibungslos. Fazit: Bargeldloses Bezahlen mit Apps ist oft leicht und bequem, aber leider haben wir für diesen Service doppelt bezahlt.
Mit dem Geld für die Produkte und mit den privaten Daten, mit denen Dritte nun ihrerseits Geld verdienen können. Auch der Nettomarkt bietet bargeldloses Zahlen an, also reale Dinge für digitales Geld. Wir haben auch diese App getestet und zwar in mehr als einer Filiale. Leider hatten die von uns heimgesuchten modernen Nettomärkte kein sogenanntes Internet. Das hatte wahrscheinlich vor den Feiertagen geschlossen, so viel zum real existierenden Ausbau der digitalen Grundversorgung außerhalb von Berlin-Mitte, Hamburg und München-Stadtmitte. Aber all das ist ja harmlos im Vergleich zu dem, worum es jetzt geht, nämlich die Abschaffung des Bargelds. Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Ich begrüße Constanze Kurz. Sie ist promovierte Informatikerin und arbeitet seit Februar 2015 im Team der digitalen Plattform Netzpolitik.org. Sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und war Sachverständige in der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestags. Gerald Mann ist Volkswirt und Politikwissenschaftler, war Unternehmensanalyst in einer Großbank, lehrte als Gastdozent in der Volksrepublik China, ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesamtstudienleiter an der Fachhochschule für Ökonomie und Management, kurz FOM in München, und Co-Autor eines Buches über das Bargeldverbot. Jürgen Mohlmann ist Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance and Management. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Geschäftsmodelle in der Finanzdienstleistungsbranche sowie Payment Systems. 2014 haben Sie von der Concardis GmbH eine Stiftungsprofessur für Bank- und Prozessmanagement eingerichtet bekommen. Das ist einer der führenden Payment-Anbieter in Europa. Wie sieht man das von Seiten dieser Anbieter? Reicht das Geschäft sozusagen mit Kreditkarten und EC-Karten und so weiter? Oder sieht man die Zukunft tatsächlich vor allen Dingen bei den Apps beispielsweise, die wir in den Filmen eben gesehen haben? Also die Gedanken gehen sicherlich sehr viel weiter als nur zu den klassischen Kredit- und Girokarten, die wir heute haben. Das Geschäft im Bereich E-Commerce weitet sich drastisch aus, jedes Jahr weltweit, auch in Deutschland. Natürlich auch im M-Commerce, dem mobilen Commerce. Und dementsprechend steigt der Bedarf an digitalen Bezahlverfahren. So, da muss man halt überlegen, wie kann man mithilfe von Apps, denn das ist das, was der Kunde ja im Internet nutzt, wie kann man damit den Kaufvorgang durchführen und wie kann man damit natürlich dann auch bezahlen. In dem Trailer, das war sehr schön gezeigt, wird eigentlich deutlich, dass es auch gar nicht nur um den Bezahlvorgang geht. Das sieht man an dieser Travi Pay zum Beispiel. Das ist ja eine App, die eigentlich einen Kundenprozess, also den Prozess, den ich durchlaufe, um mein Auto irgendwo unterzubringen, erledigt. Und da kann man natürlich sagen, okay, das geht los bei der Parkplatzsuche. Es geht da natürlich um das Finden, um das Reservieren, ja, auch um das Bezahlen, um vielleicht auch nachher die Bewertung, was auch immer. Das ist eingebettet. Punkte, Miles and More Punkte oder ja, was ist ja auch gibt in dem Fall, das ist eingebettet und zwar möchte man diesen gesamten Kundenprozess abbilden. Das Zahlen ist wirklich nur eine Komponente und natürlich Zahlungsanbieter wie Concardis etwa, die haben natürlich eine bestimmte Aufgabe in diesem gesamten Prozess, um nachher die Zahlung abzuwickeln. Wie sieht es von Seiten der Banken aus? Naja, man kann davon ausgehen, dass Banken schon ein Interesse daran haben, dass Bargeld abgeschafft wird. Wir sind ja unverändert in einer Staatsschuldenkrise, die sich ja auch als Bankenkrise zeigt. Und da schwebt immer das Damoklesschwert eines Bankrun über den Banken. Da gibt es ein schönes altes Wort, das taucht noch in alten Lehrbüchern auf, das heißt Schaltersturm. Wenn also die Menschen plötzlich in die Banken rennen und ihr Geld abholen wollen, wir haben das in der Weltwirtschaftskrise erlebt. Zypern hat's das genau, ja gegeben. Jetzt jüngst in Griechenland und Zypern. Und in dem Moment, wo es kein Bargeld mehr gibt, ist die Gefahr eines Bankruns völlig gebannt. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass Banken ein Interesse daran haben, zumindest die Großen, dass das Bargeld verschwindet. Das ist eine Frage, glaube ich, die uns mehrfach noch beschäftigen würde. Aber wenn das Bargeld verschwindet, heißt das nicht, dass im Grunde genommen die Anbieter der Apps und die Firmen, die dahinter stehen und die Kommunikation zum Beispiel zu den Banken herstellen, dass die eigentlichen Gewinner sind und langfristig die Banken eigentlich aus dem Rennen schmeißen können? Die Frage wird sein, wer macht das eigentliche Geschäft? Wer wickelt also die Zahlung ab? Und damit bekommt auch die Transaktionsgebühren, die da ja häufig dranhängen. Eine zweite Frage ist ganz sicher, wie stellt man Vertrauen her? Also zum einen technisch, baut man da keine fehlerbrachiale Art ein? Aber auch verbraucherrechtlich, also welche Rechte hat man als Benutzer der App, wenn
irgendeine Fehlfunktion passiert. Und ich glaube, es gibt noch so einen anderen Bereich, der hat wohl mit der Haltung von Menschen zu tun. In Deutschland ist man dem Bargeld im Vergleich mit anderen Ländern relativ verbunden, wenn man so nach Europa guckt. Und man möchte die Menschen, glaube ich, überzeugen und ihnen Vertrauen geben. Wer da am Ende im Hintergrund das eigentliche Geschäft macht, wird wahrscheinlich vielen Verbrauchern nicht so wichtig sein. Ist das zu weit hergeholt, wenn man sich überlegt, jetzt gerade gab es den Fall mit Apple und dem FBI. Apple hat nun ein eigenes Bezahlsystem entwickelt. Wenn man den Leuten zeigt, hier, die Jungs vom FBI, die können locker, wie auch immer, euer Handy hacken, also können auch andere Leute euer Handy hacken, also ist das Apple-Bezahlsystem eigentlich Mist. Ist die Verbindung zu weit hergeholt? Ich denke schon, dass man den aktuellen Streit, der sich ja darum dreht, ob Apple für die sozusagen amerikanischen Polizeien eine Hintertür programmiert und das eigene Produkt hat, sehr wohl mit dem Vertrauen zu tun hat, was diese Hersteller brauchen. Denn wenn sie ernsthaft große Player in diesem Bezahlmarkt werden wollen, brauchen sie natürlich Produkte, von denen die Benutzer und Käufer nicht annehmen, dass die hintenrum mit Hilfe der Firma selbst gehackt werden. Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Gut, aber das unterstreicht natürlich dann die Rolle der Banken, weil bis heute, oder es wird in den nächsten Jahren auch so sein, wird die Abwicklung der Zahlungen im Wesentlichen über die Bankentransaktionssysteme laufen. Das ganze Backoffice auch heute bei den digitalen Zahlungen läuft über Banken oder über Kreditkartenorganisationen. Da gibt es bis auf Weiteres gar keine Änderung. Die Problematik ist meines Erachtens eine andere. Sie waren ja gerade in Afrika. Und Afrika ist ja neben Europa eigentlich das größte Experimentierfeld für diese Art von neuem Banking. Wie läuft das in Afrika? In Europa würde ich natürlich auch unterstreichen, dass die Banken da einfach gut aufgestellt sind. Aber anderswo auf der Welt sieht man natürlich das sehr wohl, gerade dann, wenn ein Großteil der Bevölkerung gar keine Girokonten hat oder nicht die Möglichkeit hat, ein Girokonto einzurichten. Auch die Transaktionen etwa über die Telefongesellschaften selbst, aber auch über dritte Branchen, die sich da einfach entwickelt haben, abläuft. Und das funktioniert auch bei Stromausfall? Weil das wäre ja ein großer Einwand. Ähnlich wie beim Nettomarkt, bei dem wir waren, das Internet nicht funktioniert, aus was für Gründen auch immer. Es ist auch sicherlich für die großen Konzerne im Silicon Valley ein attraktives Geschäftsfeld. Und ich glaube, da könnten sich die Banken schon noch mal wundern, was da auf sie zukommt. Das würde mich nicht überraschen. Die Problematik, wenn ich es noch mal einfügen darf, liegt ja eigentlich darin, wenn Internetgiganten sich einklinken an der Kundenschnittstelle. Das heißt, ich zahle damit und die womöglich werden halt auch noch die Daten an diese Internetgiganten abgeliefert. So, und die Banken selber nur noch die Abwicklung im Backoffice machen. So, dann würden die Banken natürlich den Kontakt direkt zu den Kunden verlieren. Das ist die große Gefahr eigentlich aus Sicht der Kreditinstitute, aus traditioneller Sicht. So, da müssen die Banken aufpassen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie sich in diese Apps eben einklinken und überall dabei sind. So, sonst sind sie schnell aus dem Geschäft rausgeklinkt, machen immer noch das Backoffice-Geschäft natürlich. Wer soll das sonst machen? Das macht Google nicht, das macht Apple nicht. Das machen auch die kleinen Anbieter nicht, weil die können es gar nicht. Die Systeme sind nur bei den Banken. Und was auch viel Sinn macht, weil das Vertrauen, was Zahlungsabwicklung angeht, liegt eben bei den Banken. Nur das Problem ist die Kundenschnittstelle. Das ist da, wo die Banken aufpassen müssen. Ich möchte gerne noch mal auf Ihre Frage zurückkommen. Wie ist denn das beim Stromausfall? Ich halte es nämlich für eine ganz wichtige Frage. Natürlich kann es sein, dass Sie von Handy zu Handy überweisen können, auch wenn wir einen Stromausfall haben, weil die Handynetze zunächst mal unabhängig sind. Aber der normale Zahlvorgang wird ja sein, dass ich an einer Kasse bezahle, die ans Internet angeschlossen ist. Und dann entsteht natürlich schon das Problem, dass beim Stromausfall, denken wir an den Roman von Mark Ellsberg, Blackout, der vielleicht ein paar Tage andauert, dass dann die Panik umso größer ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Bargeld ist ein redundantes System, um bezahlen zu können. Also anders formuliert, wenn wir schon abgeschafft hätten, das Bargeld, wäre das der Grund, es wieder einzuführen, um Backup für einen mehrtägigen Stromausfall zu haben. Merken, wir reden gleich drüber. PayPal hat unlängst seine Geschäftsbedingungen geändert, die Sie vermutlich, ohne es zu wissen, mit der Nutzung akzeptiert haben. Dazu gehört erstens, dass PayPal ausdrücklich erlaubt, Ihre Daten für PayPals eigene Zwecke zu verwenden. Zweitens, sie an Drittanbieter zu verkaufen. Und drittens, auf Sie zugeschnittene Werbeanzeigen, zum Beispiel bei Facebook und Co.,
zu schalten. Nach Ansicht von vielen Juristen verstößt PayPal damit faktisch gegen europäischen Datenschutz. Ist das die Zukunft bargeldlosen Zahlens? Angela Merkel brachte es beim CDU-Kongress Ende 2005 so auf den Punkt: Daten sind der Rohstoff der Zukunft, sagte sie. Sie und ich, wir alle brauchen nicht nur Rohstoffe, Sie und ich sind auch ein Rohstoff. Und wenn Sie lieb sind, machen wir ein schönes, brauchbares Datenpaket aus Ihnen. Und wenn nicht, dann schaffen wir eben das Bargeld ab und machen trotzdem ein Datenpaket aus Ihnen. Es lebe das bargeldlose Geld. Im Münzkabinett der Berliner Museen liegt viel altes Geld. Unsummen aus allen Kulturen. Die Münzen, die hier gesammelt und archiviert sind, spiegeln die kulturelle Entwicklung der Zivilisation von der Antike bis in die Neuzeit. Münzen reflektieren Kultur in vielfältiger Weise. Sie sagen uns, was die Prägeverantwortlichen für wichtig hielten, was sie ihren Mitbürgern vermitteln wollten. Und da sind Informationen zu finden, für die wir sonst keine andere Quelle haben. Damit soll nach knapp 3000 Jahren Schluss sein. Das wünschen sich zumindest die derzeitigen Herren des Geldes. So prophezeite John Quine, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos, das Ende des Bargeldes bereits in 10 Jahren. Es sei zu ineffizient und zu teuer. Geld ist also zu teuer. Das hätten wir uns gerne genauer erklären lassen, aber bei der Deutschen Bank wollte niemand vor die Kamera. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Inkdiba Bank, eine reine Online-Bank, hatte keine Berührungsängste. Was meinen eigentlich Banker, wenn sie von ineffizientem Bargeld reden? Na, die Idee oder die Kritik natürlich auf Bargeld im Augenblick ist, dass es den Transaktionsprozess, wie es so schön heißt, also die Abwicklung von Geschäften über digitales Geld schneller gehen würde. Und dann sagt man, aha, wenn etwas schneller geht, dann ist der andere Prozess, der alte Prozess, also über noch normal den Austausch von Bargeld, ineffizienter. Aber woher kam überhaupt die Idee? Zum Beispiel von Ökonomen wie Larry Summers, dem ehemaligen Chefökonomen der Weltbank, oder Kenneth Rogoff, dem früheren Chefökonomen beim IWF. Ihre These, analoges Geld ist viel zu teuer. Eine Reihe mächtige Banker sprang auf den Zug auf. Die amerikanische Citibank ließ dazu eine Studie veröffentlichen. Das Ergebnis: Durch den Übergang zum rein digitalen Zahlungsverkehr seien gigantische Summen einzusparen. Außerdem würde Bargeld vor allem Kriminellen nützen. Natürlich ist es naiv zu denken, dass die Kriminalität stehen bleibt und nicht im Grunde genommen mit dem Zeitgeist mitgeht. Und natürlich gibt es so viel digitale Kriminalität im Augenblick und werden natürlich auch über digitale Transaktionen Geschäfte abgewickelt, die kriminell sind, sodass man damit Kriminalität nicht verhindern würde. Dass man auch ohne Bargeld krumme Geschäfte machen kann, dafür dürfte die Deutsche Bank selbst ein gutes Beispiel sein. Um es Kriminellen mit Bargeld schwerer zu machen, möchten die USA den 100-Dollar-Schein abschaffen und die Europäische Zentralbank den 500-Euro-Schein. Nur eine Symbolhandlung? Anzunehmen, denn die EZB hat seit Jahren nichts gegen Geldwäsche unternommen, sagt die Financial Action Task Force der OECD-Staaten. Kann auch kriminelle Aktivitäten haben mit 200-Euro-Scheinen. Also von daher ist auch, es ist ein bisschen eine symbolische Geschichte, als dass ich damit wirklich einen bleibenden Erfolg erreiche. Eine Strategie des deutschen Finanzministers gegen Schwarzgeld, Schattenwirtschaft bis hin zur Terrorfinanzierung, ist eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte von 5.000 Euro gesetzlich festzuschreiben. Solche Obergrenzen, wie beispielsweise in Frankreich längst eingeführt, haben aber keinerlei Wirkung gezeigt. Bleibt also immer noch die Frage, warum plötzlich so viel über das Ende des Bargeldes geredet wird. Was sind die Gründe dafür in Deutschland? Durch eins, wir haben natürlich im Augenblick diese Negativzinsphase. Die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, hat einen negativen Strafzins eingeführt. Der normale Zins liegt auf Null. Und da stellt sich auch die Frage, okay,
kann ich hier vielleicht noch andere Möglichkeiten finden, um die Wirtschaft zu stimulieren? Und da wird gesagt, vielleicht ist die Abschaffung von Bargeld eine Möglichkeit, in der ich Menschen dazu bewegen kann, letztendlich doch mehr zu konsumieren. Führen Negativzinsen und Abschaffung des Bargeldes zu mehr Konsum? Nein, bislang nur zum Horten des Bargeldes oder zu drohenden Insolvenzen. Ist das Bargeld erst einmal abgeschafft, wächst die Kontrolle und Macht der Banken, weil es keinen Ausweg mehr gibt. Für die Finanzwelt gibt es also viele Gründe, das lästige Bargeld loszuwerden und auf virtuelles Geld zu setzen. Ich denke, dass es mehr ein allgemeiner, langfristiger Prozess ist, den wir sehen werden, der hingeht einfach zu noch mehr Digitalisierung, der dazu hingeht, dass immer mehr Leute letztendlich doch mit ihren Telefonen, mit anderen digitalen Mitteln letztendlich bezahlen werden und damit halt Bargeld so langsam aus dem Alltag verschwinden wird. Es hat auch viele andere Facetten, weil der Besitz von Geld den Besitzer früher autonom gemacht hat. Bei virtuellem Geld besteht die Gefahr, dass man sich in die Hände von Dritten begibt, von denen man nicht weiß, wer das ist. Virtuelles Geld befindet sich in einem Raum, den keiner von uns wirklich kontrollieren kann. Und Bargeld hatte in den Gesellschaften immer einen hohen Symbolwert. Virtuelles Geld wird dies wohl nie haben. Noch werden in Deutschland rund 80% aller Transaktionen mit Bargeld durchgeführt. Herr Mohrmann, Sie sagten eben, und das denken sich ja viele, ja, geheime Kräfte, wir wissen nicht, wer das dann kontrolliert. Ist das ein ernstzunehmender Einwand oder? Ja, das habe ich ja nicht aus Spaß gesagt. Ich glaube, also der Beitrag war jetzt hochgradig tendenziös, meines Erachtens. Man muss ja auch fragen, von wem kommen diese Ideen der kompletten Abschaffung? Wir sprechen von Abschaffung. Das Bargeld wird ja gar nicht abgeschafft. Na gut, Herr Krenn sagt ja, hat ja ganz offensiv gesagt, Leute, noch 10 Jahren gibt es kein Bargeld mehr. Damit liegt er meines Erachtens in der Schätzung komplett daneben für Deutschland. Das mag vielleicht gehen für das Vorzeigeland Schweden. Selbst die schwedische Regierung sagt, unser Ziel ist bis 2030 vom Bargeld wegzukommen. Und das ist Schweden mit komplett anderen Voraussetzungen als Deutschland. Ich bin sicher, wir werden in 20, 30 Jahren Riesenmengen an Bargeld in Deutschland haben. Zurzeit wächst der Bargeldumlauf in Deutschland noch. Also da ist überhaupt nichts von Abschaffung zu sehen. Deswegen also es sehr theoretische Überlegungen, die hier im Raume stehen. Also ein bisschen apokalyptisch kommt mir das vor. Wobei, das klingt zunächst mal so, als sei das so tendenziell. Aber wenn Sie sich mal Spanien, Portugal, Frankreich, Schweden haben Sie selber genannt, ein paar andere Länder nehmen, die Notenbanken haben es geschafft, das Limit für Bargeld runter zu regulieren. Frankreich 1.000 Euro, Griechenland 500 Euro. Und Herr Draghi hätte die Möglichkeit gehabt, dagegen vorzugehen, weil nach EU-Recht und nach zumindest deutschem Bankgesetz habe ich das Recht, Bargeld als Zahlungsmittel zu verwenden. Kann ich auch nach wie vor. Aber die Menge, sozusagen, in der ich es verwenden kann, wird immer weiter runterreguliert. Ja, der Grund ist da ja ein ganz anderer. Der Grund ist ja, dass man dort Geldwäsche, Steuerbetrug eindämmen möchte. Ich weiß nicht, wie oft das bei Ihnen jetzt vorgekommen ist. Also ich kaufe üblicherweise nicht mit mehr als 1.000 oder auch nicht 2.000 oder 3.000 Euro ein. Also dazu nutze ich eine Karte, wie das die meisten Bundesbürger eben auch tun. Insofern stellt sich die Problematik meines Erachtens gar nicht. Ich bin gegen die in diesem Führung einer solchen Obergrenze, einfach weil es die Freiheit der Handlung einschränkt. Ich sehe gar keinen Grund dafür. Und diese Ansicht wird eigentlich auch gestützt durch Erkenntnisse, die wir jetzt eben aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal haben, wo es die Höhen, diese Betragshöhen in verschiedensten Größenordnungen, 1.000 bis 5.000, Slowenien zum Beispiel hat 5.000er Grenze, gibt. Und der Effekt, um jetzt Steuerhinterziehung, Steuerbetrug so einzudämmen, ist gleich null. Deswegen macht eigentlich diese Einführung keinen Sinn. Also ich meine schon, dass man eine Entwicklung erkennen kann, wo Zuckerbrot und Peitsche zusammenkommen. Die Peitsche ist das Gesetzliche, dass man Obergrenzen macht, dass man vielleicht den 500-Euro-Schein, und wenn der 500-Euro-Schein weg ist, wird auch der 200-Euro-Schein fallen, dass man das wegnimmt. Und das Zuckerbrot wird ein bisschen sein, dass der Handel vielleicht irgendwann Rabatte anbietet, wenn ich bargeldlos bezahle. Und da sehe ich uns schon auf einem Abhang, der irgendwann in der Bargeldlosigkeit münden wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Herr Krein, der ja unwahrscheinlich gut auch vertratet ist in der internationalen Finanzwelt, in der Politik, dass er da mit den 10 Jahren einen Horizont angesprochen hat, der auch in einschlägigen Kreisen durchaus
diskutiert wird. Denn Herr Krein möchte ja auch nicht seine Reputation als Banker von Weltrang verlieren, indem er eine solche Prognose abgibt, die sich dann irgendwann mal als völlig falsch herausstellt. Wie diskutiert man denn in Ihren Kreisen die Abschaffung des Bargelds? Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die Empörung, als in der Presse und auch im Nachgang von Davos diskutiert wurde, warum die so groß ist. Also, das eine ist natürlich, dass viele Menschen mittlerweile ein Gefühl dafür haben, dass auch finanzielle Transaktionen letztlich für viele Geschäftsmodelle nur eine Datenspur sind. Ich glaube, dieses Gefühl ist bei vielen da. Und auch das Gefühl, dass natürlich Bargeld eine Form von Autonomie gibt. Und dann muss ich natürlich hinzufügen, das ist eine privilegierte Debatte. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland jeder eine Kreditkarte haben kann. Ja, und es gibt natürlich auch für viele Menschen Obergrenzen, welche Mengen sie bezahlen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, einen Fernseher kauft, dann kann man das nicht mit Karte bezahlen, weil einem die Banken Limits setzen. Ja. Das ist ja auch eine privilegierte Debatte. Mhm. Und im Übrigen hat auch nicht jeder ein Smartphone und Möglichkeiten, sondern wir haben ja auch einen Teil der Bevölkerung, die ganz traditionell Bargeld benutzt, weil sie es seit vielen Jahrzehnten tut. Insofern, manchmal ist die Debatte etwas abgehoben. Die Empörung aus meiner Sicht über die Forderung kam ganz sicher auch mit einer gewissen Überwachungsangst daher, ganz sicher. Also ich glaube, diese Debatte, ob nun 500-Euro-Scheine abgeschafft werden sollen oder nicht, das ist eigentlich mehr so eine Scheindebatte. Ja, wir haben ganz andere Probleme in Europa. Wir haben Probleme mit Niedrigzinsen, ja, bis in einem sehr ungesunden Verhältnis. Wir haben Probleme in den Banken, weil die Margen einfach zusammengedrückt sind. Wir haben Probleme mit Lebensversicherungen. So, das sind Probleme, die über die EZB vielleicht produziert sind. Aber warum? Weil letztlich die Staaten, insbesondere vielleicht mehr südeuropäische Staaten, aber vielleicht kann man auch die mitteleuropäischen nicht ausnehmen, einfach Strukturreformen nicht durchführen. Also wir kommen von einer ganz anderen Seite. So, und dann reden wir über die Abschaffung eines 500-Euro-Scheines. Ja, da passiert mal gar nichts, wenn der abgeschafft wird. In der Tat, vielleicht wird ein bisschen Betrug, Hort ein bisschen eingeschränkt. Das kann ja sein. Das wäre ein positiver Effekt dabei noch. Es würde auch nichts passieren, wenn jetzt die 1- und 2-Cent Münzen, die auch teurer sind, als die eigentlichen Kosten sind, wenn die abgeschafft werden. Weil wer braucht es wirklich? Eigentlich niemand. Deswegen wird auch noch lange nicht das Bargeld abgeschafft. Aber wenn ich da mal einhaken darf. Also die Idee ist ja im Moment, also die Zinspolitik, sämtliches Geld sozusagen in den Wirtschaftskreislauf zu bringen. Ich bin da böse und spiele nicht mit, wenn ich mein Geld in einem Tresor horte. Um zu vermeiden, dass viele Leute, und es hat ja Banken gegeben, die gesagt haben, wir fangen an, uns Tresore anzuschaffen, das ist billiger als die Sollzinsen, die wir zahlen sollen. Die Bayern haben da offen drüber geredet. Also wenn ich das alles rausnehme, indem ich das Bargeld komplett abschaffe, kann ich nach Meinung der EZB, wenn ich sie richtig verstanden habe, noch mehr die Wirtschaft ankurbeln. Und wenn das nicht reicht, dann kann ich natürlich ganz leicht die Niedrigzinsen oder die Negativzinsen installieren, weil alle nur noch digital zahlen. Ist das jetzt Verschwörungstheorie oder ist das so? Meins ist komplett. Also es kommt ja aus der Rogoff-Richtung. Ja, das ist natürlich klar. Amerikanische Volkswirte, die sich immer gerne auch ins Gespräch bringen möchten damit. Und Harvard-Professoren. Ja, und dann schon, ja, das spielt ja keine Rolle, aber es ist Business für die Amerikaner. So, und dann bringt man das Thema und das wird dann sehr gerne aufgenommen in der Presse. Ja, wir diskutieren ja auch drüber. Ich glaube, das hat wirklich keinen realen Hintergrund. Wir hätten in Deutschland gar nicht die Mechanismen dafür komplett, das Bargeld loszuwerden. Wie wollen wir das machen? Ja, Riesenmenge. Wir haben 240 Milliarden Euro, die momentan in Deutschland und im Ausland herumschweren. Nur Deutschland. 240 Milliarden. Wie soll das funktionieren? Wir haben gar keine Mechanismen in Deutschland, um alle Leute, Sie haben es vorhin angesprochen, es haben gar keine, nicht alle Leute überhaupt Zugang zu digitalen Bezahlmöglichkeiten. Also es ist überhaupt nicht absehbar, dass das in den nächsten 10 Jahren passieren könnte. Wir werden natürlich langsam natürlich das digitale Bargeld erhöhen im Vergleich das digitale Zahlen erhöhen, ja, zulasten des Bargelds. Das ist klar, aber das sind technologische Gründe. Also ich denke, die Davos-Debatte, denn in Davos war ja gerade das Schlagwort, das sei ein Megatrend, die Abschaffung des Bargelds, ist letztlich ja eigentlich eine Debatte, die dazu führt, dass wir über die Veränderung unseres Verhaltens in Bezug auf Bezahlung und Geld reden. Ich glaube, das ins Extrem zu treiben und zu sagen, es wird kein Bargeld geben, ist natürlich eine Debatte, die dann gerne geführt wird. Aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, eher ein Gefühl dafür, dass sich sehr wohl sehr verändert in der Art, wie wir bezahlen. Mhm. Und dass wir in einigen europäischen Ländern natürlich sehen, dass insbesondere auch alltägliche Bezahlweisen längst bargeldlos weitgehend funktionieren. EC-Karte. Und wir in Deutschland einfach
einfach ein bisschen andere Gewohnheiten haben. Mhm. Und mein Gefühl ist schon, dass auch die ganze politische Debatte, die sich um die Daten sind, neue Öl, und natürlich auch die Überwachungsdebatte, die wir hatten, dass das schon ein bisschen vermengt wird und dadurch gewisse Ängste in dieser Debatte mit rumkamen. Und gleichzeitig die IT-Sicherheit. Wir haben ja auch eine Vertrauenskrise in Bezug auf Digitaltechniken, in Bezug auf Sicherheit von Software. Das spielt, glaube ich, damit rein, weswegen die Debatte sich gleich so doll überall verbreitet hat. Also ich glaube nicht, dass es in 10 Jahren technisch nicht zu schaffen wäre, das Bargeld abzuschaffen. Ich erwähne nur mal eine Sache. Es ist ja jetzt in jüngster Zeit auch noch mal verstärkt gefordert worden, dass der gesetzliche Anspruch auf ein Konto kommt, damit also Leute, die bisher keins haben, auch an diesem Zahlungsverkehr teilnehmen können. Und ich bin mir völlig einig mit Herrn Moormann, dass die Mafia deswegen nicht in den Sack hauen wird, weil die 500-Euro-Scheine weg sind. Allerdings, Sie haben es erwähnt, die Banken und Sparkassen, die gerne Geld bei sich im Tresor gehortet hätten, die haben es jetzt schwerer. Wenn ich nämlich 1 Million Euro in 500-Euro-Scheinen habe, dann habe ich etwa 2,2 Kilo, das ist so viel wie eine Tageszeitung. Wenn ich das in 100-Euro-Scheinen mache, dann habe ich schon an die 10 Kilo. Es geht also am Ende um Tresorraum. Tresorraum ist teuer und es steigert die Transportkosten. Das heißt, die Ausphasung des 500-Euro-Scheins erschwert die Flucht aus Kontoguthaben, für das ich eventuell Negativzinsen zahlen muss, in Bargeld. Wenn Sie mit Ihrem elektronischen bargeldlosen System bezahlt haben, werden Sie vermutlich bereits akzeptiert haben, dass man Ihre Daten weiter verwendet und benutzen kann. Überwachung und Kontrolle, wir haben ja auch schon darüber geredet, sind dann nicht mal rechtswidrig. Also trösten Sie sich, alles ist gut. Gerade weil wir von der Bank und den dazwischen geschalteten Dienstleistern alles von Ihnen wissen, sind Sie ja sicher, weil wir es ja wissen und nicht die anderen, die Sie ja ausnehmen könnten. Ihr Bargeld kann Ihnen niemand anders mehr nehmen. Sie haben nämlich keins mehr, wir haben es. Und das ist auch gut so, denn wenn wir Ihr ganzes Geld haben, können wir der Volkswirtschaft uns selbst und am Ende vielleicht Ihren Konsumvorlieben viel besser dienen, behaupten die Banken. Der Handel, die Banken und die Politik blasen immer lauter zum Angriff auf das Bargeld. Die Zukunft soll den digitalen Zahlungssystemen gehören. Die Befürworter propagieren Kostenersparnis und Sicherheit. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Kaspersky wurden zwischen 2013 und 2014 rund 100 Banken von Kriminellen geschädigt. Stichwort Cyberkriminalität. Es ist erstmal Identitätsdiebstahl, dass also irgendwelche Kriminellen sich Informationen von Berechtigten, von Konten, von Zahlungskarten und Ähnlichem beschaffen und dann mit den Zugangsdaten, mit den PINs, den Token und Ähnlichem, was dann so als Authentifizierungsinstrument genutzt werden, eben dann Konten plündern, einkaufen, sich irgendetwas leisten. Das ist heute im Prinzip der Klassiker und das nimmt ganz rasant zu. Also der klassische Bankraub aus den 50er, 60er Jahren ist abgelöst worden durch den digitalen Bankraub. Wobei der digitale Bankraub nicht nur einen einzelnen Tresor ausräumen kann, sondern gleich eine ganze Bank. Regelmäßig erfährt die Öffentlichkeit von Schäden durch Hackerangriffe und Datenlecks. Und man muss davon ausgehen, dass viele Pannen gar nicht publik werden, weil die Geldinstitute ihr gutes Hochsicherheitsimage bewahren wollen. Eine hundertprozentige Sicherheit kann es sowieso nicht geben, weil in der technologischen Entwicklung die Kriminellen immer wieder einen Vorsprung erlangen können. Es gibt also einen Wettlauf der Sicherheitsanforderungen. Zahlungsanbieter und Kunden müssen ihre Software mit PINs, TANs und biometrischen Daten ständig updaten. Für Kunden, die technisch nicht versiert sind, eine echte Zumutung. Und zusätzlich gibt es natürlich dann auch hohe Anforderungen, die an den Staat gestellt werden müssen. Er hat eine gewisse Schutzpflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, auch gegenüber der Wirtschaft, mit der Konsequenz, dass er eben dann auch Systeme, Zertifizierungssysteme, Standardisierung und Ähnliches dann vorsehen muss. Darüber wird derzeit noch überhaupt nicht diskutiert. Da wird also nur von den Segnungen der Digitalisierung gesprochen. Aber was das dann wirklich für Kosten, auch für den Staat zur Folge hat, welche Anforderungen an die Hersteller gestellt werden müssen, das sind alles Dinge, die bisher noch nicht ansatzweise in den Fokus der öffentlichen Diskussion geraten sind.
Bei der vollständigen Abschaffung des Bargeldes entstehen auch ganz neue Risiken. Was passiert bei einem größeren Stromausfall, bei einem Ausfall der Systeme? Wie kann man einen Wirtschaftskreislauf, der keine analogen Spuren hinterlässt, wieder aufbauen? Ein weiteres gravierendes Problem ist der Datenschutz. Er wird umso schwieriger, je mehr Dienstleister bei der Transaktion der Gelddaten beteiligt sind und diese speichern. Das ist erst die Akzeptanzstelle, also der Händler, wenn Sie so wollen. Dann ist es der Dienstleister für den Händler. Dann ist es unter Umständen ein Dienstleister für das Institut, die Bank. Dann ist es natürlich die Bank, wenn die Gelder wirklich dann auch über die Bank laufen. Und es kann natürlich unter Umständen sogar ein Netzbetreiber oder eine weitere Stelle dazwischen geschaltet sein. All diese Zwischenspeicher müssen geschützt sein. Jeder Dienstleister muss die Daten löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Die Kommunikation muss perfekt verschlüsselt sein, damit sie niemand mitlesen kann. Doch selbst wenn dieses System funktioniert, gibt es immer noch weitere Datenspuren. Auf jeden Fall entstehen bei diesen Zahlungsvorgängen Verkehrsdaten, also sogenannte Metadaten. Das heißt, von wo nach wo wurde eine Transaktion vorgenommen und zu welcher Zeit. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und natürlich können dann zum Beispiel dann die Endabnehmer, die können auch bei einer hervorragenden Verschlüsselung, können eben dann nachvollziehen, dass ich beim Bäcker war, dass ich dann in der Wäscherei war, dass ich mich dann im öffentlichen Personennahverkehr irgendwo hin bewegt habe. Alles das, das lässt sich nachvollziehen. Und das ist im Prinzip ja mein ganzes Leben. Mit dem digitalen Zahlungsverkehr ist der gläserne Mensch Wirklichkeit. Wer kontrolliert eigentlich diese Daten? Heute ist es nahezu unmöglich, bei einem IT-Unternehmen die Löschung von persönlichen Daten durchzusetzen. Zu verlockend ist die Zweitverwertung. Neue Big-Data-Geschäftsmodelle konkurrieren mit dem Recht des Bürgers auf informelle Selbstbestimmung. Und die Politik bereitet den Weg. Im letzten IT-Gipfel wurde ein hohes Lied für Big Data gesungen. Und gleichzeitig wurde ganz massiv angegriffen, Zweckbindung, Datensparsamkeit, also Datenschutzprinzipien. Gott sei Dank hat der europäische Gesetzgeber das nicht aufgegriffen. Aber wenn es nach der Bundesregierung gegangen wäre, würden eben solche Datenschutzerwägungen, würden solche demokratischen Kontrollierbarkeitserwägungen keine Rolle spielen, sondern geht es nur immer um Reibachmachen, um Wirtschaftsförderung. Zwar gibt es ein Gesetz zum Schutz von Gesundheitsdaten und von Telekommunikationsdaten. Was fehlt, ist immer noch ein Datenschutzgesetz für den Zahlungsverkehr. Doch eines sollten wir nie vergessen. Wirklichen Datenschutz und Anonymität sichert nur das Bargeld. Nur kurz, wir haben jetzt gelernt in dem Film, dass bargeldloses Zahlen ein hochkomplexes System ist. Da sind viele Einheiten und Elemente dran beteiligt. Das Gesamtsystem ist nur so stark wie sein schwächster Teil. Was ist Ihrer Meinung nach der schwächste Teil? Bei den Mobiltelefonen ist sicher der Betriebssystemhersteller sehr wichtig. Teilweise auch die Hersteller der Browser, die ja auch sehr viele Sicherheitslücken haben können. Wir haben in den letzten Jahren bei sehr vielen Unternehmen, die Apps anbieten, Sicherheitslücken gesehen. Es hat sehr schwierig für denjenigen, der sich so eine App besorgt oder ein Programm benutzt, das Risiko einzuschätzen. Also für den Endverbraucher ist es verdammt schwer, eine Aussage zu treffen, ob die Firma, der man da ja auch Vertrauen schenkt, tatsächlich eine gute technische Umsetzung macht. Generell ist im Virtuellen natürlich die Einschätzung des Risikos schwieriger. Also für mich selber persönlich ist es so gut wie unmöglich. Ich muss versuchen, irgendwo andersher Informationen zu kriegen, ob ich dem vertrauen kann oder nicht. Ob ich den Informationen dann vertrauen kann, ist auch wieder die Frage. Das bedeutet ja, dass wir im Grunde genommen um Vertrauen kämpfen. Das ist ja eigentlich so das stille Thema, über das wir hier reden. Ja, dieses Vertrauen hat aus meiner Sicht mehrere Ebenen. Es ist natürlich die technische. Ja, man muss darauf vertrauen, dass dieses Unternehmen es beherrscht, technisch und auch gut umsetzt und auch Personal und Zeit abstellt, um eine ordentliche, sichere Lösung zu bauen. Man muss sicherlich den Gesetzgeber betrachten, denn ein Teil des Vertrauens kommt auch von meinen Rechten her. Nämlich, was passiert im Schadenfall?
Da darf ja der Verbraucher hier auf eine relativ gute Rechtslage blicken. Aber wenn er mit einem Unternehmen in einer anderen Jurisdiktion mit Nutzungsbedingungen, die er möglicherweise Stichwort nicht... Freihandelsabkommen genau. oder Nutzungsbedingungen, die ich nicht gelesen habe. Und die dritte Ebene ist vielleicht eher so ein gefühltes Vertrauen, die mit der Gesamtsituation zu tun hat, mit den Sicherheitslücken, die man ja jetzt jeden Tag in der Zeitung liest. Und mit der Tatsache, wem vertraut man da bei Zahlungstransaktionen mehr? Viele der Firmen, die dahinter stehen bei den Zahlungstransaktionen, kenne ich ja gar nicht. Ich kenne so ein paar Marken. Und das ist ja interessant, dass sich jetzt verschiedene Marken miteinander kurz schließen. Ich habe immer das Gefühl, teilweise unter Umgehung der Banken, sofern das möglich ist, aber das kann ich nicht so richtig beurteilen. Was ist denn von dieser Entwicklung zu halten? Spannend, das erstmal zu beobachten, was die großen Konzerne im Silicon Valley derzeit an neuen Methoden vorstellen. Also etwa aktuell hat Facebook erklärt, dass man jetzt mit dem Messenger von Facebook auch Transaktionen bei der Flugbuchung machen kann mit einer bestimmten Airline. Also hier werden gerade so neue Märkte erobert. Ja. Mhm. Und gerade die dominanten Plattformen, die sich alle durch Werbung, also deren Geschäftsmodell ja die Datenauswertung ist, die sollten einen natürlich skeptisch machen. Denn dass man gleichzeitig immer auch Nutzungsbedingungen unterschreibt und wegklickt sozusagen, die es ermöglichen, dass man auch gleichzeitig wieder gläserner Kunde wird, ist natürlich skeptisch, also bin ich sehr kritisch. Vor allen Dingen ist aber natürlich da eine hohe technische, schnelle Innovation zu erwarten. Und die können die großen Konzerne das leicht in den Markt drücken. Wenn man über 1 Milliarde Kunden bereits hat, die Accounts bei meinem Netzwerk haben, ja, oder könnte man auch für Google oder für Amazon oder für Yahoo sehen, dann sind natürlich die Startmöglichkeiten in so einem Markt ganz anders als bei irgendeinem kleinen App-Startup. Also Datenschutz ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Ja, da hängt ja im Grunde das ganze Zahlen dran. Das gilt natürlich auch für Bargeldzahlungen. Da ist da kein großer Unterschied. Wenn ich Bargeld aus dem Geldausgabeautomaten ziehe, dann möchte ich damit auch heil nach Hause kommen und nicht an der nächsten Ecke überfallen werden. Also das gibt es ja auf allen Gebieten. Naja, aber der Datenschutz dreht sich ja gerade darum, dass jeder weiß, was sie mit dem 100-Euro-Schein zerteilt in die Beträge, die sie bezahlen, machen. Ja, das heißt, denn weiß jeder. Wer weiß denn etwas? Im Moment zahlen sie auch mit Kreditkarten. Also die Transaktionen, die sie durchführen, sind ja auch durchaus bekannt, weil laufen durch die Systeme. Sie müssen auch bekannt sein, weil Kreditkartenorganisationen haben große Fraud-Protection-Systeme, denen man versucht eben ja, zu checken, ist die Transaktion überhaupt mit ihrer Person in Verbindung zu bringen? Passt das überhaupt? Aber die Frage ist ja, verkaufen die weiter? Denn PayPal zum Beispiel verkauft an Dritte. Das wäre ein Punkt, den man natürlich als Konsument dann unterscheiden müsste. Überlegen, ist mir das wert, dass ich mit ein bestimmtes Bezahlverfahren nutze? Bei PayPal müsste ich dann allerdings durch die lange Beschreibung gehen, die jeder natürlich digital auch unterschreibt. 25 Seiten ja. neuer Veränderungen mit der letzten Änderung der Geschäftsbedingungen. Ja, riesen. Hat wahrscheinlich keiner gelesen. Bestimmt nicht. Ein guter Grund natürlich aus Sicht zum Beispiel der Deutschen Bank, eben ein anderes Verfahren hochzuziehen, also PayDirect oder GiroPay, was es schon länger gibt, was ungefähr das Gleiche macht, um dann zu kommunizieren, hey, wir haben hier ein Verfahren, mit dem ihr zahlen könnt, das läuft komplett über die Kreditinstitute in Deutschland ab. Es ist kein amerikanisches Unternehmen drin, keines, was Daten abgreift. Mhm. Ja, und genau das möchte man ja mit einem solchen Zahlverfahren, um dadurch zum Beispiel PayPal ein Stückchen wieder rauszudrücken. Kriegen nicht die Banken kalte Füße allmählich? Also ich meine, sie propagieren ja offensichtlich die Abschaffung des Bargelds, müssen aber doch jetzt zunehmend sehen, dass sie eigentlich ins Hintertreffen geraten dadurch. Genau, es könnte sein, dass für manche, die sich bei Banken heute noch ein zusätzliches Geschäft erhoffen, dieser Schuss nach hinten losgeht, weil nämlich zum Beispiel amerikanische Internetkonzerne in the long run, also langfristig betrachtet, dann das Geschäft machen. Ich würde gerne noch mal was zu diesem grundsätzlichen Thema Daten und Macht ergänzen. Datenschutz, schön und gut, aber überall da, wo Daten sind, können sie auch beim besten Datenschutz missbraucht werden. Und wir haben ja nicht nur das Problem, dass private Unternehmen Daten von uns sammeln, sondern am Ende auch der Staat. Dostojewski, der große russische Schriftsteller, hat mal gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Damit meint er Münzen. Man kann also sagen, Scheine sind geprägte Freiheit. Und wenn immer mehr Daten gesammelt werden, dann können diese eines Tages
missbraucht werden, denn aus Daten wird Wissen, Wissen ist Macht und Macht kann missbraucht werden. Das heißt, es ist eben am besten, diese Daten werden gar nicht gesammelt, indem wir möglichst viel beim Bargeld bleiben. Es gibt ja die Theorie, dass Schweden deshalb so sehr für bargeldloses Zahlen ist, weil sie keinen Nationalsozialismus, also kein faschistisches System erlebt haben in dem Maße, in dem das in Deutschland der Fall war. Ich würde diese Einschätzung auch teilen. Schweden hat keine Diktatur aus sich selbst heraus erlebt. Deswegen ist dort auch eine andere Transparenzkultur entstanden. Aber wir in Deutschland hatten zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert. Und man stelle sich vor, Gestapo und Stasi hätten in einer bargeldlosen Welt operieren können. Es wäre alles noch schlimmer gewesen. Also das geht mir deutlich zu weit. Also sorry, also die Schweden und vielleicht die Skandinavier insgesamt, die sind auch beim ganzen Thema Internet, also 20 Jahre alt, immer deutlich vor den anderen Ländern in Europa gewesen. Aus völlig anderen Gründen. Das hat mit der NS halt überhaupt nichts zu tun, sondern damit zu tun, dass sie natürlich kulturell vielleicht anders geprägt sind, mag schon sein, aber im Wesentlichen, dass sie eine ganz andere geografische Struktur haben, weite Entfernung, deswegen immer einen größeren Hang gehabt haben zum Digitalen. Das ist der eine Punkt. Dementsprechend natürlich auch jetzt beim mobilen Bezahlen. Das ist auch völlig logisch, weil das eine Folge des Internetverkehrs, der Internetwelt ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass wir eine völlig andere Bankenstruktur in Schweden haben. Ja, wir haben ein System dort, Swish, was weitgehend benutzt wird. Da haben wir sich im Grunde drauf geeinigt mit 6 Banken, 4 in Schweden. Das sind die ganz großen, die haben einen großen Marktanteil, 2 dänischen Instituten. So, und damit kann ich natürlich ein solches System auch leicht umsetzen. Wenn ich mich einig bin mit 5, 6 Kollegen, dann mache ich das. In Deutschland geht es gar nicht. Wir haben eine ganz hochfragmentierte Struktur im Bankensystem in Deutschland und wir haben bis heute keine wirkliche Einigkeit, um ein sinnvolles Payment-System anzubieten. Vielleicht kommt die Einigkeit ja jetzt. Die Idee hinter den neuen digitalen Währungen war ja nicht nur, eine neue Währung einzuführen wie Yen oder Euro oder Renminbi. Das wäre überflüssig. Es geht um was ganz anderes. Das allerdings versteht man erst, wenn man sich fragt, was Banken eigentlich sind und was sie tun. Banken sind sozusagen die Knoten oder Vermittler in einem Netzwerk. Hier ist jemand mit viel Kapital, von dem er abgeben will oder das er vermehren will. Auf der anderen Seite ist jemand, der Kapital braucht und gerne einen Kredit für seine Firma zum Beispiel aufnehmen würde. Beide kennen sich nicht. Wie sollen Sie sich jetzt vertrauen? Die Antwort: mit Hilfe einer Bank, die alles überwacht und schriftlich festhält, können Sie einander vertrauen und Geschäfte machen. Das ist seit der Renaissance im Wesentlichen die Idee. Bis 2008 die Banken selber so stark eingriffen und ihr Vertrauen buchstäblich verspielt haben. Die Idee der digitalen Währung ist es nun, Fremde im Netzwerk des Geldaustausches zu befähigen, Geschäfte untereinander zu machen, aber erstens ohne Zentralinstitution, also ohne Banken, dezentral, und zweitens so, dass sie sich trotz digitaler Abwicklung 100% vertrauen können. Warum? Weil das System verifizierte, transparente Transaktionen garantiert. Ein solches System, das zunächst verlacht wurde, inzwischen aber echte Konkurrenz für Banken wird, ist die Blockchain-Technologie. Der Erfinder des Bitcoin ist ein bis heute unbekannter Entwickler mit Pseudonym Satoshi Nakamoto. Er schrieb 2008 eine Abhandlung über ein alternatives digitales Bezahlsystem und nannte es Bitcoin. Statt bedrucktem Papier und unhygienischem Kleingeld speichert man Bitcoins auf einem Smartphone. Die Software-Brieftasche Wallet genannt, ist fest mit einem verschlüsselten und anonymen Bitcoin-Konto verknüpft. Das kann ich mir sekundenschnell selbst erstellen. Ein Bitcoin-Konto besteht aus 2 Elementen. Eine öffentliche Adresse, um Bitcoins von anderen zu erhalten, und die private, um Bitcoins selber auszugeben. Wie komme ich nun an die virtuelle Währung? Auf verschiedenen Internetplattformen kann man Bares gegen Bitcoins tauschen. Da Angebot und Nachfrage den Umrechnungskurs bestimmen, kann er durchaus extrem schwanken. In letzter Zeit ist er aber ziemlich stabil. Das Überweisen von Bitcoins ist völlig unabhängig von Banken und sehr einfach. Weltweit vernetzte Computer bilden das Bitcoin-Kernsystem. Jede Transaktion wird erst durch das System verifiziert und dann in einem digitalen Kassenbuch der Blockchain bislang fälschungssicher und genau protokolliert. Bitcoin ist ein automatisierter digitaler Organismus.
Die Infrastruktur, die dahinter steht, natürlich braucht man dafür Computer, das Internet, eine Übertragung der Daten muss möglich sein, aber wir brauchen eben keine zentrale Instanz und deswegen ist das System auch so stabil. Es gibt keine einzelne Firma oder einen einzelnen Entwickler, der das System kontrolliert und wieder vernichten oder durch ein anderes ablösen könnte. Je mehr Personen am Bitcoin-System teilnehmen, je mehr einen solchen Core-Client installiert haben, desto stabiler wird das System. Es wächst also und stabilisiert sich mit der Anzahl seiner Benutzer. Nun fragt sich der Laie, was kann ich mit Bitcoins anfangen? Na, zum Beispiel einkaufen. Tausende von Online-Shops bieten die Möglichkeit, mit Bitcoins zu bezahlen. Sogar Spenden sind möglich. Auch in der realen Welt kann man Bitcoins ausgeben. Man muss nur auf das Logo in den Geschäften achten und kann dann zum Beispiel seinen Drink zahlen. Die Transaktion funktioniert per Smartphone. Für Geschäftsleute kann es viele Gründe geben, Bitcoins als Zahlungsmittel anzubieten. Es ist schnell, sicher und im Gegensatz zu anderen Electronic Cash Systemen liegen die Gebühren für Bitcoin-Transaktionen weit unter 1%. Und man kann mit Bitcoins auch ein klares Statement abgeben. Die Motivation, Bitcoins in unserem Geschäft einzuführen, war eine persönliche. Man kann fast sagen, teils auch politische Entscheidung, weil wir hinter dem Konzept der Freiheit des Zahlungsverkehrs stehen und das einfach auch unterstützen wollen. Leider kann die Freiheit des Bitcoin-Systems auch für kriminelle Machenschaften genutzt werden. Vor dem Trend Erpressungstrojaner. Unbedacht auf den Dateianhang in einer E-Mail geklickt und schon hat man den Digitalsalat. Die Schadsoftware verschlüsselt alle Daten auf meiner Festplatte und erst wenn ich den digitalen Erpressern die verlangte Summe in Bitcoins überweise, bekomme ich meine wichtigsten Daten vielleicht wieder zurück. Bitcoin-Zahlungen sind nicht nur wegen der anonymen und hochverschlüsselten Transaktionen eine große Herausforderung für Cybercrime-Ermittler. Die Popularität des Bitcoin im digitalen Untergrund nimmt weltweit zu. Im kriminellen Bereich begegnen wir der Währung Bitcoin dann, wenn es im Bereich Darknet geht, wenn es um Zahlung von illegalen Waren geht. Insbesondere haben wir festgestellt, dass auch bei Kriminellen, dass die Kriminellen das zur Geldwäsche benutzen. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns, wo die Bitcoins für uns eine entsprechende Bedeutung haben. Banken halten nichts von Bitcoins. Bei dieser Art von Zahlungsverkehr spielen sie schließlich keine Rolle mehr. Allerdings interessieren sie sich stark für das technische Prinzip hinter den Bitcoin-Transaktionen. Laut einer aktuellen Studie arbeiten alle Banken bereits mit Hochdruck daran, das nicht manipulierbare digitale Kassenbuch, die Blockchain, zu integrieren. Zunächst mal wollen die Finanzinstitute ganz vorne mit dabei sein bei dieser neuen Entwicklung und wollen hier den Anschluss nicht verpassen, wollen nicht, dass neue innovative Wettbewerber an den Markt drängen. Und das andere, sie sehen natürlich die Potenziale. Das sind eben genau diese Aspekte, Transparenz, Schnelligkeit, Kostengünstigkeit. Und es gibt jede Menge Anwendungsfälle, die die Banken sehen. Und hier sind sie genau dabei zu untersuchen, welche am besten für ihre jeweiligen Geschäftsmodelle geeignet sind. Anscheinend hat Bitcoin eine Zukunft. Auch wenn es zunächst nur bei der Uridee des digitalen Kassenbuchs bleibt. Frau Kurz, wir müssen gar nicht jetzt unbedingt nur über Bitcoin reden. Aber klar ist doch, im Moment wird unglaublich viel Geld in neue Finanztechnologien gesteckt. Und möglicherweise gibt es hier eine Strategie, sozusagen absolut sicheres, nicht knackbares System zu entwickeln, das Vertrauen schafft. Ist das so? In erster Linie auch wieder eine technische oder fast eigentlich eine mathematische Frage. Die Voraussetzungen dafür liegen vor. Wir haben jetzt auch sozusagen einen größeren Test mit Bitcoin, den doch viele Menschen benutzt haben. Aber auch die Probleme, die sich dort ergeben, liegen, glaube ich, deutlich zutage. Aber die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain, die erlebt gerade einen unglaublichen Boom. Einfach viele, gerade in den USA, viele neue Ideen werden da geradezu mit Geld begossen. Es ist blöd, dass wir das jetzt nicht im Detail hier verhandeln können, wie das funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Und es ist ja ziemlich kompliziert, können wir jetzt hier leider nicht machen. Aber die Grundidee scheint ja eine Idee zu sein, die Banken gerne übernehmen wollen. Eigentlich ist ja der Charakter, wenn man mal ganz im Allgemeinen drauf blickt, dass man gerade keine zentrale Institution mehr hat, ja, wie eben Banken. Das ist ja auch gerade die
emanzipatorische Idee, geradezu eine Währung zu haben, ohne diese zentrale Institution. Ja, die Banken müssten sich sozusagen alle einigen, dann würde es vielleicht funktionieren. Also ich glaube, es ist eher ein Konkurrenzmodell zu dem etablierten Bankensystem. So ist es auch vorgestellt worden, wenn man sich die Paper mal durchliest, die theoretisch, aber auch dann ja, letztlich in der Praxis durchgeführt haben. Denn die Blockchain ist gerade eine Historie aller Transaktionen. Man lädt sich quasi eine Riesenliste runter von allen Finanztransaktionen. Alle haben alle Finanztransaktionen sozusagen bei sich auf dem Computer. Richtig. Und wobei das nicht alle, nicht nur Finanztransaktionen sind. Es gibt ja auch, auch die Möglichkeit, Verträge über die Blockchain zu vermitteln, damit zu dokumentieren. Das können Grundbucheinträge sein, das kann alles Mögliche sein, was sich irgendwie in digitale Transaktionen umsetzen lässt. Wertpapiertransaktionen, eine Riesenmöglichkeit. Aber die Idee ist eben, dass es alle haben, was die Banken, ja, da haben Sie recht, was die Banken ja eigentlich nicht wollen. Ja, aber die Technologie der Blockchain, die kann von Banken ja auch benutzt werden, weil die Banken haben ja diese Aufgabe, Transaktionen durchzuführen und zu dokumentieren. Also es gibt ja Wertpapierüberträge, die bei Banken gemacht werden müssen. Wertpapiere müssen geklärt, gesettelt werden. Das geht ja alles in Transaktionssysteme rein. Und gerade die großen Banken haben sich gerade zusammengeschlossen zu einer Initiative, um die Blockchain-Technologie abzuchecken, zu gucken, was die Banken selber daraus machen können. Also ich glaube nicht, dass das so, ja, es ist in Konkurrenz vielleicht zu klassischen Back-Systemen, ja, das wohl, aber die Banken sind massiv dran, einschließlich Bundesbank, einschließlich EZB, um diese Technologie auszuchecken und zu gucken, was man damit machen kann. Es sind auch viele Fragezeichen. Vertrauen Sie Bitcoin als Währung? Das ist ja eher für jemanden, der sich damit technisch beschäftigt, eher eine Frage, inwieweit funktioniert die Idee, die dort technisch umgesetzt wurde. Da kann man natürlich einige Zweifel haben, da ja derzeit vor allen Dingen die Anzahl der Transaktionen, die durchgerechnet werden, zu langsam gering ist. Ja. Aber ich glaube, die prinzipielle Idee und dass man zeigen konnte über viele Monate jetzt, dass die Idee auch praktisch umsetzbar ist und dass Menschen das benutzen, die hat, glaube ich, bewiesen, dass machbar ist und dass man letztlich auch auf eine zentrale Institution verzichten kann, technisch. Herr Mann, wir können jetzt länger noch drüber reden, über die angeblich 10 Jahre Deutsche Bank, dann gibt es kein Bargeld mehr. Haben Sie das Gefühl, Bargeld wird wirklich abgeschafft werden? Also mein Co-Autor Ulrich Wassmann und ich, wir haben ja letztes Jahr mit unserem Buch Bargeldverbot diese Diskussion auch mit angestoßen. Und ich habe auch selber eine Wette mit jemandem laufen, dass wir in 10 Jahren kein Bargeld mehr haben. Ich würde diese Wette gerne verlieren. Und vielleicht passiert ja etwas, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Ich sag's mal mit den Worten von Martin Luther King. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass es eines Tages in Berlin eine große Demo gibt, wo in der ersten Reihe Sarah Wagenknecht von der Linken, Christian Lindner von der FDP, Horst Seehofer von der CSU, Beatrix von Storch von der AfD gehen. Mein Co-Autor und ich, wir sind bescheidene Leute, gerne in der zweiten und dritten Reihe und für das Bargeld sind. Und vielleicht bringt das ja eine Wende und dann verliere ich gerne meine Wette. Okay. Die Wette werden Sie verlieren, ja, wenngleich es natürlich in die Richtung der bargeldlosen Zahlung geht. Das ist völlig klar, ne? Wir kommen weg vom Bargeld, wir kommen über Karten, wir kommen zu E-Payments, Mobile-Payments, aber aus technologischen Gründen, aber nicht in 10 Jahren. Vielen Dank fürs Gespräch. Frau Kurz ist noch skeptisch. Ich bin es auch ein bisschen. Soweit unsere Sendung zum Thema Abschaffung des Bargelds. Informationen wie immer auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Wenn die Sendung eins gezeigt hat, dann hoffentlich, dass zwar jede Form von Bargeld für ein Verbrechen und Betrug verwendet werden kann, zumal die Banken selbst ja in Milliardenbetrügereien verwickelt sind, aber das bargeldlose Geld eben auch. Hinter der Abschaffung des Bargelds stecken massive Eigeninteressen von Banken, Unternehmen, Organisationen. Es ist daher nicht unvernünftig, auf ihrem guten Recht zu bestehen. Laut Artikel 128 des EU-Vertrags dürfen sie nämlich Bargeld unbeschränkt als gesetzliches Zahlungsmittel einsetzen. Tun Sie es, solange es noch geht, und tschüss.